Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Full Day of Eating. Im letzten Video habe ich ja mein Trainings- und Ernährungskonzept erklärt. Und heute möchte ich eben zeigen, wie ich mich denn so am Tag eben ernähre, wie ich trainiere. Und wir haben jetzt auch kurz nach 7 und jetzt geht es auch los mit dem ersten Workout. Ich gehe jetzt laufen, insgesamt nur ca. 5 Kilometer, das Ganze eben relativ schnell, dass man einfach schon mal ein bisschen Kalorien verbrennt und dass man auf nüchternem Magen vor allem schön ordentlich die Fettverbrennung ankurbelt. Also, let's go! Bevor es jetzt losgeht mit dem Laufen, gibt es mir noch Omega-3 in Form von dieser Kapsel, einfach für das Herz. Gesunde Fette, enorm wichtig. Und dann noch mein Vitamin B12, wenn man einfach nicht so viel Fleisch zu sich nimmt, beziehungsweise momentan eher gar nicht. Es ist einfach wichtig, dass man reines Vitamin B12 noch zu sich führt. Genau, das trinke ich jetzt, bevor ich loslaufe. Und nachher geht es dann weiter mit den restlichen Vitaminen und Supplements. Workout Nummer 1 ist auch schon beendet. Das war jetzt ziemlich knackig. Circa 5 Kilometer in 24 Minuten. Ich werde meine Aktivitätenanzeige natürlich auch noch ins Video mit einblenden. Das war jetzt einfach nur, um einfach morgen schon mal ein bisschen den ganzen Stoffwechsel, die Fettverbrennung, Cardio und so weiter anzuregen und noch richtig schön wach zu werden. Jetzt geht es unter die Dusche und dann startet der Tag mit Vollgas durch. Der Vormittag ist auch schon fast wieder vorbei. Wir haben jetzt fast 12 Uhr. Das heißt, ich fahre jetzt auch wieder nach Hause. Die ersten Erledigungen sind getan und dann gibt es die erste Mahlzeit. Bei mir heute einfach nur eine Frühstücksbowl. Und man merkt schon so, wenn man natürlich früh Sport macht, dass der Körper dann so ein bisschen nach Nährstoffen sucht, sage ich mal. So ein bisschen das Gefühl, man hat auch schon ein bisschen was getan. Aber ich muss sagen, man gewinnt da wirklich sehr schnell dran. Der Körper adaptiert das Ganze auch mit langen Essenspause und der Körper gewöhnt sich einfach so dran, dass er dann erstmal wirklich alles komplett vollständig verdaut hat, bis er dann wieder die erste Mahlzeit zugeführt bekommt. Ja, und ich fahre jetzt nach Hause eben und dann bereite ich die erste Mahlzeit zu. So, und wie angekündigt, die Mahlzeit Nummer 1, eine Quarkbowl mit verschiedenen Toppings. Also die Base besteht eben aus Quark bzw. Joghurt zusammen mit einem Sojajoghurt. Und dann einfach nur verschiedene Toppings, ganz wie man es mag. Ich habe auch immer noch so ein bisschen Nussmus drauf, das einfach nochmal ein paar Kalorien raushaut. Und Eiweiß und gesunde Fette, hierzu einfach einen Kaffee. Genau, und Toppings einfach nur so, wie man es mag. Ist natürlich alles ein bisschen Geschmackssache. Es sollte halt alles irgendwie ein bisschen, wie sagt man, nicht zu sehr mit industriellem Zucker oder anderen Substanzen eben vermengt sein. Also je natürlicher, desto besser. Genau, und es hat jetzt ca. 922 Kalorien. Die Zutaten blende ich natürlich mit ein und dann kann man die auch easy nachmachen. Einfach nur den Quark verrühren und mit Toppings belegen, ganz wie man es möchte. Und was ich natürlich auch jedem ans Herz legen kann, ist hier das sogenannte Sprouting, wo man einfach so ein paar Keimlinge selber züchtet daheim. Das sind Mungobohnen und das sind zum Beispiel grüne Erbsen. Ganz easy, einfach nur bewässern regelmäßig und für 3-4 Tage eben keimen lassen, dann habt ihr da absolutes Superfood. Hier hinten habe ich noch zum Beispiel Brokkoli, die sehen so aus, die brauchen aber ein bisschen länger, deswegen habe ich die noch abgedeckt und die mögen eben so ein bisschen Dunkelheit eher. Und wenn man es dann fertig hat, einfach rein in den Kühlschrank, dann gibt es auch locker eine Woche und ihr könnt es einfach überall als Topping in eurem Salat oder auch zum Abendessen benutzen. Schmeckt mega und ist auch absolut easy zu handhaben und relativ günstig. Und da wartet auch schon die nächste Mahlzeit auf mich. Hier haben wir ein Selfmade Bread, also Selfmade in Anführungszeichen, das war eine Backmischung, aber die Inhaltsstoffe sind auf jeden Fall komplett clean. Man kann alles nachverfolgen, sie sind hochwertig, was immer besonders wichtig ist. Und als Topping habe ich einfach nur Frischkäse mit meinen Keimlingen, von denen ich vorher schon erzählt habe, und ein bisschen Gemüse und dazu einen schwarzen Kaffee. Vom Timing her haben wir jetzt knapp, also kurz vor 17 Uhr. Dann passt es nämlich nachher, wenn ich dann so in circa einer Stunde mein zweites Workout für heute mache. Denn mit vollem Magen mag ich es nicht so ganz zu trainieren. Und jetzt gibt es hier eben noch schnell den Snack.
mit ausreichend Nährstoffen, auch ein bisschen mehr Kohlenhydrate dieses Mal durch dieses Brot auf jeden Fall. Da nachher ein Leg Day ansteht und der wird ziemlich anstrengend und da will ich ein bisschen Power haben. Das heißt, da vor der Trainingseinheit quasi ein bisschen mehr Kohlenhydrate, dann hat man richtig schön Power und kann Vollgas geben. So, und hier kommt auch schon Mahlzeit Nummer 3. An sich war die Ernährung heute relativ kohlenhydratreich, sage ich mal, für eine Low-Carb-Ernährung.